Dann läuft einer hier durch. Zack. Und einer läuft so durch. Zack. Das ist schon mal sicherer. So. Trotzdem brauchen wir 25 weitere Wärter, so nach und nach. Aber erst, wenn alle Zellen abgeschlossen sind und alle Zellen fertig sind und ich die Türen dann auch tatsächlich mal gesetzt habe. So. Haben wir den Zellblock C überhaupt ausgewählt gehabt? Ja, hatten wir. Schade. Geld scheint schon auf dem Konto zu sein. Nerp. Da ist gerade eine Anhörung. Sehr schön. So, wir haben 102 Gefangenenkapazität für niedrige Sicherung. Und wir haben 56 davon einkassiert, sozusagen. Das heißt, das mal weg. Das rein. Nächste Einlieferung 100. Nee, ich glaube nicht daran. Wir schnappen uns 40 Stück. Das ist schon eine sehr große Einlieferung. Das sind 50, meine Güte. Ich hab's aber mit Zahlen. So, 50 Stück für morgen, 22 Stunden haben wir Zeit. Mal gucken, ob ich's hinkrieg. Ich würde gerne... Moment, jetzt muss ich gerade rekapitulieren. Nee, wir machen das so. Wir stellen jetzt erstmal noch ein paar Wachen ein. Die müssen wir zwar dann einen Tag mehr bezahlen, aber das ist dann... Oh, scheiße, das ist teuer. So, 50 Wachen haben wir jetzt. 25 mehr, das kostet jetzt auch nicht wegen Körperpanzerung und so. Das war jetzt sehr teuer, ich weiß. Haben wir schockend? Schockend haben wir schon. Sehr gut. Sind die Trainingslehrgänge eigentlich festgelegt für die Taser? Das wäre mir ganz wichtig, weil die Taser sind super. Trainingslehrgang, sehr gut. Zwischen 6 und 7. Spirituelle Führung können wir auch irgendwann machen, aber nicht jetzt. So. Blubber, blubber, blubber. So. Wir machen folgendes. Zaun. Und zwar da so hin. Zaun da so hin. Zaun hier so hin. Hier so. So und so. Und so. Dann machen wir da noch ein Straßentor. Und noch ein Straßentor. So ist gut. Und dann kommt hier vorne noch der Einlieferungsbereich, beziehungsweise ein Einlieferungsgebäude, in das die Gefangenen erstmal eingeliefert werden, wenn sie ankommen. Hier so. So ein kleiner Raum einfach. Fände ich ganz gut. Da werden die erstmal eingangs durchsucht und so weiter. Jo. So ist das. Wir haben genug... Wachen, na, 110 Kapazität. Vielleicht tun wir gleich noch 5. Aber das wäre jetzt nicht so prioritär, sag ich jetzt mal. Was ist denn da los? Warum blitzt das denn ab und zu auf? Habt ihr das gesehen oder war das nur ich? Verwirrend. Naja. Okay, ich würde sagen... Ach, wir spielen noch ein bisschen weiter. Ah, ich wollte gerade sagen, oh, wir machen mal Schluss, aber ich glaube, wir spielen noch weiter. Muss gerade mal überlegen, wie lange ich noch etwas spielen muss, dass ich die passende Folgenzeit habe. Aber das ist eigentlich egal. Irgendwie kriegen wir das schon gecuttet. Also, kriege ich auf jeden Fall hin, nur die Frage ist halt, mit welcher Zeit für die Folge etwa. Jo, aber eigentlich haben wir nichts zu tun, ne? Kapazität haben wir jetzt erhöht, 110 Gefangene können rein. Ich hoffe, die Kantine hält das aus. Ich werde mal noch ein paar Tische doch einbauen. Ist nicht ganz optimal, aber zur Not erweitern wir die Kantine dann doch einfach nochmal. So. Oh. Ich hoffe, das passt dann. Von der Plätzezahl müsste das passen. Ja, Kühltruhen müssten so gewesen sein, ne? Machen wir mal schnell, dann sehen wir das direkt. Und vielleicht merke ich mir das tatsächlich dann mal. Hallo? Ach, die haben ja draußen mit dem Zaun zu tun, ne? Die fleißigen Bienchen, die hier rumwirbeln. Sieht irgendwie niedlich aus, wie die kleinen Herrschaften dort so basteln, buddeln und überhaupt. Haben wir's? Ich weiß nicht, warum die Wachen hier in den bei den Lieferungen stehen, aber... Ich weiß es echt nicht. Es erscheint mir unlogisch. So. Ne, ist noch keiner, der was bauen soll.
Doch, ja, wir haben viele Plätze in der Kantine übrig und jetzt kommen die Tische noch dazu und so weiter. Das passt bestimmt. Ansonsten müssen wir den Zaun erhöhen, vergrößern hier und machen einfach noch ein paar mehr Plätzchen rein. Und jawohl, die sind richtig gebaut, sehr schön. Dann machen wir da noch ein paar und wir brauchen am besten auch noch Spülbecken. Ein Spülbecken dort. Und dann packen wir noch ein paar so rein und wir brauchen auch Wasser für diese Spülbecken. So. Und noch Herde. So. Dann dürfte die Kantine ganz gut ausgestattet sein. Hoffe ich, zumindest. Gut, hier haben wir jetzt große Zäune und dann können wir auch ein Fundamento bauen. Und das Fundamento wird so groß. Und da kommt eine große Gefängnistür rein. Vier haben wir. Nein, da kommt eine kleine Gefängnistür rein, offenbar. So. Und dort kommt dann der Einlieferungsraum hinein. Mit Schreibtisch und Tisch, glaube ich, müsste das gewesen sein. Können wir ja schon mal schauen. Einlieferungen, da. Tisch, Schreibtisch, Stuhl. Okay, fehlte der Stuhl noch in meiner Aufzählung. Komm, mach fertig. Da fehlt noch was. Los. Los. Immer noch nicht fertig. Merp. So, sehr gut. Einlieferungen. Schreibtisch. Oh, verdammt. Falsch. Mist. Komm schon. Schreibtisch. Zack, zack. Nee, Bank ist falsch. Eins, zwei Tische. Einen Stuhl. Und Strom. Zack. Okay, wenn das erledigt ist, kriegen wir unsere Gefangenen morgen da eingeliefert. Das wird ein Akt, glaube ich. So. Gut, wir haben jetzt ordentlich Spülkapazität auch noch. Kommen überall dran. Aber ich glaube, wir haben echt zu wenig Köche. Hier stehen die ganzen dreckigen Tabletts noch. Machen wir ein paar mehr. Verdienen genug. Wie viel haben wir jetzt? Acht. Noch zwei. So. Wie sieht das eigentlich mit den Arbeitsplätzen aus? Siehste, da sind wieder keine zugewiesen, weil ich irgendwas umgeschichtet habe. Ärgerlich. Da ein Job. Sehr gut. So ist gut. Jetzt müsste das passen. Und morgen kriegen wir echt einen schönen Batzen Kohle für die 40 neuen Gesa Insassen. Gesassen, genau. Und dann ist das auch gut so. Die Nummernschilde könnte man eigentlich mal verkaufen, so langsam, Leute. Lehrstelle als Tischler, keiner interessiert. Schade. Sicherheitsunterweisung, keiner. Aber Grundbildungsprogramm sind einige. Es hat aber auch noch entspannt mal niemand bestanden. Was man auch mal machen könnte, ist ein bisschen Beleuchtung. So. Wird da auch Strom für gebraucht, für die Lampen, die einfach so in der Gegend stehen? Wäre natürlich blöd, ne? Dann müsste ich noch 1000 Kabel ziehen. Dann werden die Lampen wieder abgerissen. Was sagen die Bedürfnisse unserer lieben Leutchen? Ist gut. Kann man mitarbeiten. Joa, ich warte jetzt noch, bis die neuen Insassen kommen in 7 Stunden und ich glaube, dann wird es mal Zeit für ein kleines Päuschen für mich. Sind immerhin schon gute anderthalb Stunden, die ich jetzt aufnehme. Und ich merke, dass ich leicht unkonzentrierter werde. Und das für keine der Parteien gut. Für euch nicht, für mich nicht, für niemanden. Razzia!
Habe ich mir gerade mal überlegt. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ich glaube, wir hatten schon länger keine Razzia mehr. 7,8 Tage ohne Zwischenfall. Das bedeutet, ich habe bestimmt 7,8 Tage keine Razzia mehr gehabt. Jason Ashton. Nur 6 Jahre. Lalala. 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 Eigentlich ist das ja fast schon ein Hochsicherheitstrakt, ne? Ich glaube, wir bauen irgendwann mal demnächst einen Trakt für wirklich die normale Sicherung. Irgendwie hier oben ganz groß hin. Und das wird dann... Ich weiß nicht, was das dann wird. Lalala. Ta-da-da-da. So, gleich fertig. Und komm schon. Komm schon. Tüt. Genau. Und es sind erstmal 7 in Einzelhaft und 4, nee, 3, die darauf warten. Morgen wird einer entlassen. Und es kommen 40 Leutchen rein. Warum die hier mit Taschenlampen rumlaufen, verstehe ich nicht. Nö, die brauchen keinen Strom, die Lämpchen. Sehr gut. Beziehungsweise die brauchen wahrscheinlich Strom, aber das wird irgendwie anders geregelt. Anscheinend. Die Lampen, die so in der Wildnis stehen. So, 2 Stunden noch. Dann geht's los. Beziehungsweise, dann haben wir neue Besucher in unserem wunderschönen Heim. Ja, Geld ausgeben ist super. Hier könnten wir auch ein paar Lampen reinbauen. Stelle ich gerade fest. Machen wir mal, während wir noch auf die Herrschaften warten. Ich habe es heute irgendwie mit dem Wort Herrschaften. Ich weiß nicht warum. So ein bisschen Licht in die Zelle bringen. Ach, die Lampen, die setze ich einfach. Die müssen nicht eingebaut werden von den Bauarbeitern. Das ist ja cool. Wenigstens etwas. La 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 da 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 da. 29 Minuten, dann kommen Knackis an. Mal schauen, wie das dann aussieht hier in dem Einlieferungsräumchen. 40 Stück. Das ist eine Menge. Einlieferung Gefangene. So. Erstmal wieder 0 Einlieferung. So, so, so. Und dann ganz schnell hier hin. Zack. Jede Menge Besucher kommen gerade an. 1000 Gefangene. Und man sieht direkt, wie die Anzahl der unbeschäftigten Wachen sozusagen, beziehungsweise der Wachen, die einfach nur rumlaufen, wie die runtergeht. Weil ganz viele jetzt abholen, glaube ich zumindest, oder? Ach nee, das sind nur die 6 Patrouillierenden und die 3 Ausruhenden. Ich dachte, das wäre jetzt auch so. Aber letztlich sind die ja beschäftigt, ne? Also die sind ja nicht völlig frei. Und da werden sie erstmal alle ausgezogen. Ist eigentlich ganz witzig. Also, was heißt witzig, ne? Die werden halt kontrolliert jetzt erstmal. Aber, wie gesagt, angekündigt und so weiter. Wir speichern jetzt mal eben unter LP2. LP2. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Prison Architect mit unseren noch viel mehr Gefangenen als vorher. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt enden. Bis dahin. Ciao, ciao.